Freunde, heute stelle ich euch zum ersten Advent ein paar Jahreshighlights vor. Und wir stehen kurz vor dem ersten Advent, beziehungsweise ist er bei euch schon. Es ist schon ein bisschen verrückt, wie schnell jetzt die Zeit vergangen ist. Ich glaube, das sagen wir alle und auch jedes Jahr sagen wir das. Heute starten wir mit den Sachbüchern und dieses Jahr war das Thema Sachbuch zwar schon präsent auf meinem Kanal, in meinem Leseverhalten, aber es haben tatsächlich nur drei Bücher den Status Highlight von mir bekommen und die stelle ich euch auch heute vor. Ich packe euch die Videos unten in die Infobox und ihr findet auch den Büchermonat, wo ich das Buch besprochen habe, unten mit verlinkt. Also wenn ihr die ausführlichere Review von mir möchtet, dann guckt gerne in den Büchermonat und skippt dann zu dem Buch und dann werdet ihr auf jeden Fall da ein bisschen mehr an Infos bekommen. Es geht los mit einer Empfehlung einer lieben Freundin und zwar Scheiß auf die Glücksfee, ich mach das jetzt selbst, von Claudia Engel. Das Thema Manifestieren ist hier ein sehr großes. Mich hat ja im Grunde die Begeisterung meiner Freundin angesteckt, mich hat das pinke Cover total angesprochen und es passt so im Kontrast nicht ganz zum Rentiergeweih, aber das ist gar nicht weiter schlimm. Ja, Manifestieren seit vielen, vielen Jahren immer wieder Thema, egal ob Bücher, Dokus oder was auch immer. Es wird immer wieder darüber gesprochen, was es eben bringt, positive Gedanken, sich Dinge vorzustellen, wie sie sein könnten oder sein werden und dass das eine große Rolle spielt, was wir denken und unser Denken dann eben auch in unser Handeln übergeht und dann unseren Handeln dann eben dazu auch führt, wie wir unser Leben leben werden. Ich habe das Buch ursprünglich gehört, kam leider noch nicht zu einem großen Reread, hatte ich eigentlich mir noch vorgenommen, aber mir haben die Ansätze von Claudia Engel wahnsinnig gut gefallen. Ich habe schon einige Bücher über Manifestieren und Universumswünsche oder wie immer wir es formulieren wollen gelesen und auch Podcasts gehört, aber bei Claudia Engel hatte ich so diesen Funken, ich hatte diesen Esprit, ich fand, dass sie es wirklich toll rübergebracht hat, wie man es angehen kann, wie man Erfolge feiert, wie man Erfolge im Grunde auch vielleicht im Kleinen sieht, erkennt, dankbar ist, Dankbarkeitstagebuch führt, was ich seit ja gut 3-4 Jahren mache und dass das wirklich etwas mit uns tut. Und dadurch, dass ich mich in vielen Dingen, in Beispielen, die bei mir auch positiv sozusagen etwas beigetragen habe, erkannt habe, finde ich auch, dass alle anderen Dinge gut funktionieren. Natürlich muss man schon sagen, es gibt große Themen, wo das reine, ich stelle es mir vor, nicht helfen, aber man muss natürlich ins Tun kommen. Aber man fängt mit einer positiven Grundhaltung da ein und das finde ich, hat Claudia Engel, ja, hier ganz, ganz toll gemacht, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe das Hörbuch wirklich weggesuchtet, wurde dann auch ein Hörgenuss in diesem Jahr und ich muss wirklich sagen, ich fand es toll. Ich mochte die Impulse, ich mochte die Gedankengänge, ich mochte dieses Offensein, dieses den, ja, einfach wahrnehmen, dankbar sein und dadurch eben dann weiterzukommen und zu sagen, okay, jetzt den nächsten Schritt und so weiter. Ich fand das richtig, richtig toll. Ich folge auch ihrem Podcast und ich liebäugle auch mit dem einen oder anderen Kurs, aber das hat sich dann einfach in diesem Jahr noch nicht so ergeben. Aber ja, ich finde es toll. Ich halte sehr viel vom Manifestieren, ohne dass es irgendwie ein Hokuspokus ist. Und da kann ich dieses Buch wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Dann ein Autor, der mir direkt mit zwei Hörbüchern in diesem Jahr Highlights beschert hat. Und zwar ist das Oliver Burgman. Zum einen mit 4000 Wochen. Und zum anderen mit Das Glück ist mit den Realisten. Beide Hörbücher habe ich gehört. Leider ist noch keins der Bücher bei mir haptisch eingezogen. Aber wir starten einfach mal mit 4000 Wochen. Denn das ist die Wochenanzahl, ja, die wir in unserem durchschnittlichen Leben von 80 Jahren grob haben. Und diese Zahl so in Wochenzahlen zu sehen, fand ich tatsächlich schon richtig hart. Und ja, es ist tatsächlich so, wenn wir 80 Jahre werden, haben wir grob 4000 Wochen. Das ist ja auch immer so ein bisschen, wenn man hört, ein Hund hat vielleicht, wenn es gut läuft, 12, 13 Sommer. Was ist das so im Vergleich, ne? Also, wenn man sich das so vorstellt. Und so war es auch mit den 4000 Wochen, wo man sich ja wirklich vorstellt, ja, man hat manchmal so 3 Wochen Urlaub am Stück, fährt vielleicht 2 Wochen weg und dann ist 4000 gar keine so große Zahl. Und ja, Oliver Burgman erzählt uns hier, wie wir mit unserer Zeit umzugehen haben, dass Zeit sparen, Zeitersparnis, dass ja Zeit im Grunde effektiver nutzen, totaler Blödsinn ist, dass wir die Zeit einfach nur genießen sollen, was wir tun sollen, um vielleicht ja auch einfach mal
ja, einfach wir sein zu können, wie wir es schaffen, uns eben nicht mit Arbeit und Gedanken die Zeit zu vertreiben, sondern die Zeit auch effektiv nutzen, ohne zu viel darüber nachzudenken, wie ich sie effektiv nutze. Von Multitasking, dass das der größte Mist ist, den es einfach gibt, über wie erspare ich mir Zeit durch eine, ja, im Grunde Tagesform, Morgenroutine, Mittagsroutine, Arbeitsroutine, Abendroutine, Haushaltsroutine und so weiter, dass das natürlich im Kleinen etwas bringen kann, aber es ist nicht diese Zeit, die uns geschenkt wird, damit wir sie im Klein, Klein, Klein so effektiv wie möglich nutzen, sondern uns davon eigentlich lösen sollten und eben manchmal uns einfach auch langweilen, auf der Couch sitzen und den Vögeln beim Singen zuhören. Und ich mochte den Ansatz von Oliver Burgman unglaublich gerne. Er hat mir so viele Impulse gegeben, so viele Gedanken in den Kopf gegeben. Es gibt einige Dinge, wo ich heute noch so darüber nachdenke und weiß, okay, er hat das irgendwann im Januar, glaube ich, habe ich das Hörbuch gehört, damals gesagt. Für mich definitiv ein Nachkaufbuch, was ich in haptischer Form haben möchte und dann auch nochmal rereaden möchte, weil so manchen Impuls kann man gar nicht oft genug hören. Und das zweite Buch habe ich dann, glaube ich, wieder im Urlaub gehört. Ich habe Oliver Burgman diesmal zweimal im Urlaub gehört. Und zwar, das Glück ist mit den Realisten. Ja, wir Optimisten und wir Schönseher, wir sind nicht mehr so richtig in, wir sind nicht mehr modern. Nein, die Realisten sind die, die eigentlich das bessere Leben führen, die entspannter sind, weil sie eben nicht immer mit dem Schönsten, Besten und Erfolgreichsten im Leben rechnen, sondern ja, mit dem, was eben realistisch ist. Und da geht eben mal ein Projekt schief und da klappt irgendetwas nicht, da geht eine Beziehung auseinander, da gibt es Streit im Freundeskreis, davon geht die Welt in der Regel aber nicht unter. Und der Optimist scheint laut Oliver Burgman immer daran zu zerbrechen, was ich nicht immer glaube. Aber er macht das unglaublich gut. Also er zeigt wirklich so die Fallen auf, die ich auch als Optimist kenne. Natürlich kann ich das auch gar nicht einfach so abschalten. Aber das ist natürlich schon was, wo ich mich auch manchmal wiedererkenne. Und dass eben all das Positive, hier klippert's, ne? Dass all das Positive eben nicht immer gut ist. Nur positiv zu denken und immer zu sagen, ich schaffe das, ich pack das kriegen wir hin. Nein, es gibt auch mal Dinge, die kriegt man nicht hin. Und daran muss ein Optimist definitiv arbeiten, dass er eben merkt, okay, ich kann nicht immer alles erreichen und nicht immer alles ist gut. Falsche Sicherheiten. Ich fand das so passend. Ich saß im Flugzeug und dann ging es um die falschen Sicherheiten in der Flugzeugkontrolle. Ich musste so schmunzeln und dachte, ja, Versicherungen. Warum haben wir die? Für was sind die gut? Eigentlich sichern wir uns damit ab, weil wir damit rechnen, dass etwas Negatives passiert, was dann ja wieder gar nicht so zum Realisten passt und gar zum Optimisten. Wahnsinnige Felder, tolle Impulse, wunderbare Gedanken, auch so gesammelt von natürlich Ratgebern, die es gibt. Wie kann ich glücklich leben? Wie kann ich optimistischer werden? Und er aber einfach sagt, nein, ihr müsst auch mit etwas Negativem rechnen. Und das sind dann eben die Realisten, die es eben einfach neutral sehen, realistisch sehen, nicht zu überfreudig wie der Optimist, aber natürlich auch nicht alles in dunkelschwarz wie der Pessimist. Zwei wirklich tolle Hörbücher, tolle Ansätze, wie er hier im Grunde mit den Themen umgegangen ist, Impulse, die er gegeben hat, Bilder, die er entstehen hat lassen mit Beispielen, kann ich beide wirklich nur sehr, sehr, sehr empfehlen und ich freue mich darauf, sie voraussichtlich im nächsten Jahr dann in haptischer Form auch zu lesen, Markierungen zu machen und dann immer mal wieder durchzublättern. Denn das finde ich tatsächlich bei Sachbüchern ja eigentlich dann der gute Teil, dass man immer mal wieder sich diese Impulse ins Gedächtnis ruft und da dann tatsächlich einfach ja neue Gedanken immer wieder auffrischt. Und das waren sie jetzt, die ersten drei Highlights dieses Jahres im Thema Sachbuch, zumindest wie ich es bis jetzt eben greifen konnte. Sollte im Oktober, im Dezember noch was dazu kommen, wird es am 4. Advent natürlich nochmal ergänzt. Aber das waren jetzt drei Highlights, die ich euch zum 1. Advent vorstellen wollte. Ihr findet die Bücher und die Büchermonate unten in der Infobox. Schaut da sehr gerne da mal vorbei. Und wenn ihr Sachbuchtipps habt, dann natürlich auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Da würde ich mich sehr über den Austausch freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen 1. Advent. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.